Oh, hey da, was geht ab, Leute? Hong hier mit Dimi am Start und der Kollegin. Wir sind hier bei einer kleinen, ja, ich würde sagen, Premiere von diesem Spiel. Zudem gibt es auch einen Film. Ja, da wurden wir jetzt eingeladen. Mal schauen, was so abgehen wird. Ich bin gespannt. Alle Infos unten in der Beschreibung. Heute stellen wir euch das begleitende Videospiel vor für PC, PS4 und Switch. Ich selber will jetzt gar nicht so viel im Detail sagen, das machen gleich die Kollegen hier von Eurovision und Evia Interactive. Kurz zum Ablauf, wir gucken gleich hier eine Demo, eine geführte Demo, dass ihr so ein bisschen seht, wie steuert man es, was kann man alles machen, dass ihr ungefähr auf dem Wissensstand seid und gleich danach dann in der Anspielstation in der Hands-on-Demo alles so in Fülle anschauen zu können. Mein Name ist Marc Wallenger, ich bin Head of Games bei Eurovideo und wir haben unser Spielelabel Wild River. Seit anderthalb Jahren haben wir uns zum Publisher entwickelt. Einer unserer erfolgreichsten Titel ist halt Ostwind, starke Marke. Das ist jetzt der zweite Teil, den wir euch hier und heute präsentieren. Erstmal vielen Dank, dass ihr erstmal an einem Sonntag, das ist ja nicht selbstverständlich, und dann auch noch während der Faschingszeit, aber ihr mögt alle kein Fasching, das weiß ich schon, die Zeit gefunden habt, hierher zu kommen. Und zur Einstimmung zeigen wir euch mal den Kinotrailer, der direkt vom Hauptfilm bundesweit in den deutschen Kinos läuft. So Leute, wir haben gerade ein bisschen Einführung bekommen, sehr interessant, cooles Spiel, sehr ja, interessant aufgebaut. Wir kriegen jetzt noch einen kleinen Einblick, wie das ganze Studio so läuft. Dann dürfen wir es anzocken. Essen und trinken natürlich. Dimi hat sich erstmal gegönnt. Ein bisschen Socializing mit den ganzen Leuten. Mal schauen, wie das Spiel hier genauer entwickelt wurde. So. Folg mal die Tour. Dimi hat sich schon was gegönnt. War gut. Schlecht, ja. Ja. Sieht saftig aus. Ist nur eine Frage, ja, ja. Ist, aber wenn der Hintergrund wirklich ist, dass man dann mit dem Pferd immer die längeren Strecken reiten soll, dann ist es ja verständlich. Genau. Ja. Und das Pferd ist ja dann auch relativ flott und okay. Es kann auch mehr sprinten als im ersten Teil. Also es ist fitter geworden. Ja, ihr habt gesehen, die Ausdauerleiste ist schon groß. Ja. Ja, ja, ja. Und die füllt sich auch schneller auf. Genau. So, die hat sich genug gestärkt mit seinen Köpfen. Jetzt geht's erstmal los mit Zeug. Du sagtest, es wird mir besser gehen, wenn ich deine Medizin nehme. Schon ich hab gesagt, es könnte besser gehen. Lernst du schon? Ich bin doch ein Tierarzt. Alles lernt man, klar. Du brauchst einen vernünftigen Arzt. Das geht nicht. Alles klar. Das ist doch dein Lassen. Ah, hier. Frau Kaltenbach. Und danach, wie besprochen, ins Heil- und Kurzentrum. Und dann was? Die Grafik muss ich schon sagen, ist schon. Die Grafik ist gut, ja. Wir wissen, dass ein paar Sachen drin kaputt sind. Okay. Viele davon sind auch schon gefixt, eben auf dem Bildschirm, auf dem Bildschirm. Und vielleicht. Vielleicht braucht man schon mal das Nachfolger. Was haben wir denn YouTube? Jetzt geht's so weit weg. Das will nicht bei dir. Aber Frau Kaltenbach, sie sollte sich doch schonen. Sir, hast du mal einen Moment? Okay. Ja, das ist echt viele Details. Also wenn man mal in die Luft schaut, da war auf einmal ein Flugzeug. Ja, das war echt cool. Sie ist nach rechts auf der Decke. Wir müssen kühlen. Ist das selber? Oh ja, wer ist das, Mann? Wieso sieht sie so mächtig aus? Genau, so glitzert die so shiny. Von Ruth Kaltenbach, es gibt eine Abmachung zwischen dem Bauern und Maria Kaltenbach. Also,
Jimmy rettet jetzt die Kühe. Ansonsten, das war ein Einblick in das Spiel. Und ja, schauen wir mal, mit wem wir hier noch so reden werden. Ich habe es jetzt ein bisschen angespielt. Es ist nicht schlecht, aber für mich ist es ein bisschen simpel. Ja, ja. Aber ja, mein Gott. Ja. Für kleine Kinder ist es sicher, also für kleine Kinder oder die Leute, die halt Pferde mögen, wie gesagt, das ist sicher ein cooles Game. Dem muss es gefallen. Ja, richtig. Aber es ist interessant. Es ist nicht schlecht gemacht. Vor allem der Einblick hier. Ja, es ist echt cool gemacht. Für mich war es halt auch mal interessant, so wie das ganze Jahr abläuft, wie das ganze hier entwickelt wird. Das ist für mich halt interessant. Ja. Das ist halt der ganze Background dahinter. Wie lange habt ihr eigentlich dran gesessen? Ein Wolf ist ja. Wie viele Köpfe? Ja, ja. Also Schnitt. Das ist ja klar. Wir sind noch bei Ese, wir haben wenig Feier. Okay, gut. 10 Leute? Wir waren natürlich an einem Film Release gefunden, weil wir mal einen Film Release wollten. Okay, verstehe. Sehr selten. Aber man muss es halt mögen. So Leute, das war's mit Austritt. Erster Raid, auf geht's. Dimi, dein Fazit. Sag mal vielleicht erstmal, wir haben ein kleines Geschenk bekommen. Yep. Vielleicht zeigst du mal, was da so drin ist. War auf jeden Fall echt, echt eine coole Aktion. Ein Notizbuch. Immer. Da kann er jetzt seine Pläne reinschreiben für seinen Smash-Channel. Ja, und nochmal ein Werbeprospekt für die Spiele, die rauskommen. Und das Wichtigste? Da ist noch was. Da ist noch was? Oh mein Gott, Schokolade! Hufeisen! Ein Hufeisen, oh mein Gott, cool! Wie gesagt, ich fand's heute sehr cool. Vom Spiel habe ich ja schon gesagt, es war nicht meins. Wir sind ja nicht die Zielgruppe eigentlich, aber für Hong und mich war es, glaube ich, sehr interessant, mal so den Background zu sehen, wie das Ganze sich entwickelt, wie die Spiele zustande kommen. Und es war auf jeden Fall sehr lehrreich und trotzdem auch ein sehr cooler Tag, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ja. Haben sie echt gut vorbereitet, erstmal am Start, die ganze Station, sogar mit Capture Card, also richtig krass gemacht. Alles sehr schön vorbereitet und wir freuen uns auf die Premiere, wenn das Spiel rauskommt. Checkt das Spiel ab. Wie gesagt, alle Links, alle Informationen sind unten in der Beschreibung. Und wir gehen jetzt noch ein paar Raids machen. Vielleicht 100%? 23.07. 22.80. Du bist solide, also besser als alle, die ich bisher habe. Auf jeden Fall wollte ich sagen, man findet immer Leute. Wir sind wieder auf kleiner Tour, kleiner spontaner Tour. So, geschafft. Schauen wir mal. Also ich hatte in letzter Zeit sehr viel legendäres Glück. Und das ist so. Ah, nee. Ich komme nicht über diese 5 weg. Jeden, den ich bisher hatte, immer in diesem 50er-Bereich. So, nächster Raid an der Victoria. Erste Arena in München, die versucht wurde mit Absicht zu triggern. Ihr wart, glaube ich, dabei. Also natürlich wart ihr dabei. Ich habe ihm hier zugemacht. Ja, und da ist der Begriff Triggern entstanden. Und was heißt entstanden? Triggern ist einfach nur auslösen auf Englisch. Schauen wir mal. So, schauen wir mal. Moment der Wahrheit. Gott, wir verschlechtern uns. 22:42, der schlechteste bisher. Naja, wir sind mit Mugat unterwegs, das heißt, es gehen sicher noch ein paar Raids. Wir sehen uns beim nächsten. So, nächster Raid, der war echt leidend. Draco mit der hat uns zerstört. Oh mein Gott, die werden immer schlechter. 2:237. Alter, ich war erst im 50er Bereich, jetzt im 40er und jetzt im 30er. So wird das nichts, Leute. Habe ich mich verschaut. Nein, habe ich nicht. So, nächster Versuch. Schauen wir mal. Alter, wir verbessern uns aber nicht das, was ich sehen will. 18 Tränke. Das sehe ich doch gerne. Das sehe ich echt gerne. So, der letzte für heute. Schauen wir mal. Danach war es das für uns. Und...
84, der beste für heute, aber nicht das, was wir haben wollen. Ich weiß, wir sind gierig, Leute. Aber bisher alle gefangen. Fazit gibt's am Ende dann, ob ich den hier fange. Oh, Screen Recorder war gar nicht an. Hier, für euch. So, Leute, das war's von diesem aufregenden Tag. Ein Einblick hinter die Kulissen von einem Game Studio. Also wie die das Spiel produziert haben. Ich meine, das Spiel an sich war jetzt nicht unsere Zielgruppe. Also wir waren nicht deren Zielgruppe. Wobei, ich muss sagen, jetzt habe ich eine Menge über Pferdespiele gelernt. Und ich muss sagen, ja, das ist ein relativ großes Genre mit recht vielen Interessenten. Überraschenderweise. Ich wusste nicht mal, dass es dieses Genre gibt. Aber Pferdespiele scheinen sehr beliebt zu sein. Und unter diesen Pferdespielen scheint Oswind ganz weit oben zu sein. Ich bedanke mich für die Einladung. War auf jeden Fall sehr interessant, dieser Einblick hinter die Kulissen. Wir hatten unseren Spaß. Haben ein bisschen zu essen und zu trinken bekommen. Was will man mehr? Bisschen danach noch geradet. Ausbeute war leider mau. Aber wir haben noch einen ganzen Monat. Das war erst der zweite Tag. Die Jagd auf. Ich kann nicht sagen 100er, weil der wird mir nicht gegönnt. Aber 96 aufwärts, 15 Angriff. Damit bin ich zufrieden, so wie immer. Das war's von mir, Leute. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business. Und Pferdespiele vielleicht auch.